Okay. Es gab eine Planänderung. Was? Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich denke, wir sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Aber Sie haben mir erzählt, es könnte gefährlich werden. Und dass Jakob Smirnoff ein fremder Aufrührer ist. Und dass ich Emmett nur zurückbekomme, wenn ich ihn aufbaue, nachdem seine Träume zerstört wurden. Und ich habe viele Dinge gesagt, aber zu der Zeit war ich etwas verrückt. Das Wichtige ist, dass ich jetzt glaube, Sie sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Oh, ich verstehe. Was? Es ist Genosse Smirnoff, nicht wahr? Er hat sie überredet. Nein. Ich möchte wirklich, dass Emmett seine Erfindung vorstellt. Keine Sorge, Karl. Sie können auf mich zählen. By the way. Warum sagen Sie all diese schlimmen Sachen über Emmets Freund? Über den jungen Genossen Smirnoff? Mhm. Sie haben mir doch von seinen bösartigen Taten berichtet. Wegen, Sie wissen schon. Sie wissen schon? Wegen dieser Sache, über die wir gestern geredet haben. Yep. Ach, das. Um genau zu sein, bin ich froh, dass Sie es erwähnen. Ich habe nachgedacht. Wäre es nicht eine gute Idee, das alles Jakob Smirnoff anzuhängen? Nein. Was genau ihm anzuhängen? Sie wissen es? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind immer noch sauer wegen dem Knast. Yep. Daran war der Hund schuld. Wenn der nicht angetrabt gekommen wäre, nachdem ich das Feuer gelegt hatte, wäre ich problemlos davongekommen und hätte den Verdacht nicht auf sie lenken müssen. Edna war das? Sie ist die Brandstifterin. Karl, ist da jemand bei Ihnen? Nein, nein, nur wir zwei. Okay. Also, Edna hat die Bahn niedergebrannt. Ja, da ist natürlich perfekt, dass sie sich natürlich die ganze Zeit gegen Carl Sagan und Kit Tennen aufgespielt hat. Meine Güte, das ist ja eine Brandstifterin. Also, ich will ja nicht neugierig sein, aber warum haben sie all diese Bars niedergebrannt? Warum? Weil niemand sonst etwas gegen sie unternommen hat. Aha. Ich habe Emmett kurzzeitig aus den Augen verloren. Haben Sie eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Aus den Augen verloren? Sie sollten ihn doch ablenken. Mach ich doch. Er ist nur abgehauen. Na, dann suchen Sie ihn. Ich habe mit Parker alle Hände voll zu tun. Mhm. Edna, hören Sie mir zu. Sie müssen Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Smirnoff, hör zu, oder? Nein, hören Sie. Hören Sie zu, Smirnoff. Ich weiß nicht, womit Sie Mr. Sagan bedrohen. Aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass dieser Apparat, den Sie meinen Emmett haben bauen lassen, vom Boden abheben wird. Oh. Mhm. Also, wir sollten wahrscheinlich zum Plan zurückkehren. Ja, sollten wir. Auf Wiederhören, Mr. Sagan. Bis dann. Auflegen. Gespräch beendet. Hat die Pflanze... Blumen der Zukunft. Wie eine normale Topfpflanze. Nur künstlich. Ich habe jetzt eine Idee. Nun, wenn man vom Teufel spricht. Edna, Lappe. Hey Danny, kann ich kurz mit dir sprechen? Genosse Smirnoff, stellen Sie sich jetzt. Unter vier Augen. Mit Vergnügen. Du hast Carl Sagan nicht zufällig gesehen, oder? Nein. Wird denn nicht mehr nach ihm gesucht? Nein, alle Anklagen wegen Brandstiftung wurden fallen gelassen. Richter Brown reichen die Beweise für ein Verfahren nicht aus. Du sagtest doch, du würdest dich Edna widersetzen, wenn ich was Handfestes hätte. Und? Hast du was? Ja. Edna ist die wahre Brandstifterin. Das ist eine interessante... Aber es ist wahr, sie hat es zugegeben. Ja. Naja, ich habe das nicht gehört, also steht deine Aussage gegen ihre. Und nichts für ungut, aber ihr Wort ist hier von etwas größerer Bedeutung. Ja.
Weil wer hört Seit wann schon hört denn bitte irgendjemand in Hill Valley auf das, was Edna sagt? Eben. Seitdem sie geholfen hat, Kit Ten zu schnappen, fressen der Bürgermeister und der Stadtrat ihr aus der Hand. Es wäre dumm von mir, sie zu ignorieren. Besonders mit meiner alkohollastigen Vergangenheit. Ich wünschte, ich könnte sie mal beim Falschparken oder sowas ertappen. Ich würde ihr blitzschnell einen Strafzettel verpassen. Aber so eine Dame erwischt man halt nicht. Was machst du? Wieso hängt ein frisch beförderter Detective wie sie überhaupt auf einer wissenschaftlichen Expo herum? Veralberst du mich? Das ist ein super Auftrag. Ich darf den ganzen Tag herumsitzen und mit coolen neuen Sachen zur Verbrechensbekämpfung wie der hier. Wozu ist das gut? Wenn ich das wüsste. Hast du eine Ahnung, wo Emmett ist? Oh, er arbeitete an seinem Stand, aber als Edna mit ihrer Tirade fertig war, war er fort. Ich hoffe, er kommt zurück, sobald wir dieses Chaos geklärt haben. Du musst Emmett seine Erfindung vorführen lassen. Seine ganze Zukunft hängt davon ab. Würde ich ja gerne, Junge. Aber Miss Strickland denkt, sie ist gefährlich. Solange er also nicht auftaucht und sich erklärt, gibt es keine Vorführung. Okay. Also, danke. Bringt das nichts. Hoffentlich. Du musst mir diese Schreckschraube vom Hals schaffen. Ja. Haben Sie ihm Daumenschrauben angelegt? Hat er gestanden? Finde Emmett touristische Waffe? Der Elektrofernbetäuber. Aha. Faszinierend, nicht wahr? Sie sagen, eines Tages können wir fliehende Kriminelle aus der Ferne betäuben. Es funktioniert? Nein, ist nur ein Modell. Okay. Der wunderbare Inebriumat. Wie mir die Laborjungs erklärt haben, können wir eines Tages sagen, ob jemand getrunken hat, wenn er nur in so eine Maschine bläst. Okay. Versuch es! Das glaube ich nicht. Danny, kann ich kurz mit Edna sprechen? Nur zu gern. Ich hätte auch gern mal ein paar ruhige Minuten. Aha. Worum geht es hier? Warum folgt Parker dir so willig? Der gute Detective weiß, dass er seinen raschen Aufstieg nur meiner Fürsprache verdankt. Ach ja? Oh. Er weiß auch, dass ich ganz schnell einen Artikel über seine Tage der Trunkenheit, Sünde und Manipulation von Beweismitteln schreiben könnte. Du erpresst ihn? Reporter erpressen nicht, Mr. Smirnoff. Wir kümmern uns um das öffentliche Wohl. Ja. Schon gehört? Trixie Trotter hat ihren alten Job zurück. Oh, ich weiß. Ich wollte das mit Arthur McFly besprechen, aber er will sich nicht erklären. Anscheinend hat er eine Gesetzeslücke gefunden, die erlaubt, dass diese Kanadierin ihre Stelle zurückbekommt. Und das ist natürlich ein Staat. Die Gesellschaft für Schicklichkeit und Anstand wird davon erfahren. Keine Sorge. Ja. Wo ist Carl Sagan? Hast du Mr. Sagan hier irgendwo gesehen? Nein, und wenn, würde ich es dir nicht sagen. Er ist ganz schön verängstigt wegen deiner anarchistischen Tendenzen. Er ist verängstigt. Sag mir, warum hast du Emmets Erfindung verbieten lassen, ha? Huh? Ich hatte keine Wahl. Mr. Sagan hat mir einmal von deinen Versuchen berichtet, meinen armen Emmett zu radikalisieren. Und ich wusste, dass ich ihn davon abhalten musste, deine gefährliche Erfindung zu demonstrieren. Aber es ist seine Erfindung. Und sie ist nicht gefährlich. Okay, vielleicht ein bisschen. Aber auch nur für ihn. Das entscheidet die Polizei. Gibt's eine Möglichkeit, Parker davon zu überzeugen, Emmett seine Erfindung vorstellen zu lassen? Nein. Solange ich da bin, bleibt dieser Apparat da unter Verschluss. Warum bist du noch nicht aus Emmets Leben verschwunden? Ich dachte, du hast ihn verlassen. Habe ich. Aber dann hat dein Freund Mr. Sagan mir alles über deinen Plan, unsere Romanze zu zerstören, erzählt. Das war nicht so nett, Genosse Smirnoff. Aha. Du glaubst doch nicht, dass Emmett dich noch zurück will, nachdem du sein Herz gebrochen und versucht hast, seine Demonstration auf der Expo zu verhindern, oder? Anfangs nicht, nein. Aber irgendwann wird er erkennen, dass ich nur in seinem Interesse handle. Ah ja. Und er kommt zu mir zurückgerannt. Aha. Wie einer dieser Hunde, die er so gern mag. Aber du hast Hunde. Eben. Ja, das ist Ironie, oder? Was hast du mit Emmett gemacht, Edna? Wovon sprichst du? Du bist doch der, der sein Leben ruinieren will. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der, der es retten will. Wovor? Vor dir vor allem.
Und du weißt wirklich nicht, wo Emmett ist? Kein Schimmer. Wenn er klug ist, ist er schnell vor diesen gefährlichen Spielereien weggerannt, die er auf dein Drängen hin heute ausstellen wollte. Spielereien? Was für Spielereien? Okay, das führt zu nichts. Ich muss Emmett finden. Bleib weg von ihm, du anarchistischer Rabauke! Ich bin mir sicher, dass sie die Brandstifterin ist. Aber wie beweise ich das? Ich hätte eine Idee. War der Blumentopf mit Edna? Psst, er kommt! Das glaube ich nicht. Also. Hey, lass die Aufzeichnungspflanze hier stehen. Ich habe nur die eine. Hä? Bleiben Sie unauffällig, er kommt zurück. Ich wollte noch etwas anderes sagen. Was war es doch gleich? Oh ja. Ziel. Hindere Edna daran, sich in Emmets Konzentration. Band? Ja, aber wir haben kein Band. Ah, das. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Yep. Vielleicht müssen wir einen Taschenspielertrick an. Das Aufnahmegerät. Hallo Leute! Den Blumentopf austauschen. Er sieht ja täuschend echt aus. Was? Oh! Hallo! Also, wo waren wir? So, Jack benutzen. Mit? Nun, wenn man... Edna mit der Pflanze aufzunehmen, ist eine gute Idee, aber ich sollte unauffälliger vorgehen. Hm? Lassen Sie mich jetzt bitte in Ruhe meine Arbeit machen. In einer Minute, ich bin noch nicht fertig. Ja, das ist... Das ist typisch Edna. Quatschen kann sie, so viel sie will. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Okay, so bescheuert es klingt... Lieber nicht. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten, oder sagen Sie... Klondike 4385. Hier bei Brown. Hey Hampton, wie läuft's denn so? Das ist Marty, Emmets Freund. Ist er da? Momentan nicht. Es tut mir leid, aber er ist auf einem seiner kleinen Abenteuer. Danke, bis dann. Auf Wiederhören. Gespräch beendet.